So, jetzt ziehen wir uns erstmal um, dass wir den alten Quatsch ausziehen. So, was haben wir denn hier drin? Rasimirs Hemd nehmen wir mit. Rasimirs Kniehose. Und die Schuhe lassen wir drin. Wir ziehen die schicken Schuhe wieder an. So, jetzt räumen wir raus. Die Bettdecke geht hinüber. Dann räumen wir raus die gesteppte Weste. Die Hose. Die Mütze. Pelzstiefel, Pelzumhang. So, das haben wir jetzt alles raus. Und jetzt tun wir mal von den getrockneten Datteln. Da haben wir doch welche. Wo haben wir die? Die getrocknet. Hier. 3 Stück haben wir sogar gekriegt. Da verschenken wir natürlich. Habe ich jetzt alle Beete hier rüber geräumt? Eine 3, ja? Ja, sieht natürlich Datteln hier sind. Eine brauchen wir zum Verschenken. So, jetzt müssen wir uns natürlich anziehen. Da ziehen wir an natürlich unser Zeug wieder. Hemd, Kniehose und die schicken Schuhe. Alles klar. Wie spät haben wir's? 7:11 Uhr. Wo ist meine Frau jetzt hin? Die sitzt wieder hier oben irgendwo. Hm? Hier ist er. Dreckig gemacht habe ich mich. Sie hat fix gewaschen. Helga, du bist die beste Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit. Getrocknete Dattel. Das ist es, wovon ich rede. Du weißt, wie man eine Frau glücklich macht. Natürlich. Mach's gut, meine Liebe. Deine Fischsuppe kommt auch noch. Wir müssen übrigens weiter auf die Jagd gehen. Dieses Ding gibt's nirgendwo zu kaufen. Diese Wiesent-Trophäe. Also, wir gehen jetzt. Wir räumen erstmal unser Zeug aus hier. Wir haben noch dabei. Die Bierflasche müssen wir erstmal alles leer machen. Breitblättrigen Wegerich nehmen wir natürlich welchen mit. Da 360 Stück. Machen wir 383 einstecken. Dürfte für die Jagd reichen. So, dann haben wir hier eine Eisenaxt, die kommt raus. Den Eisenammerräumer auch raus, die Eisenmesserräumer raus. So, was haben wir noch drin? Kupferaxt raus, das andere kommt ja alles ins Lebensmittellager. Wir nehmen aber auf alle Fälle nochmal etwas Leinensamen mit. So, ein Trinkschlauch kommt raus. Weinflasche, Zwiebeln, das kommt lieber. Wir nehmen noch mit Leinensamen. Was haben wir denn in einfachen Säckchen? 530. Mal auf und wieder welche mit. Dann haben wir 100 mit. Alles klar, bestätigen. So. ...2069 nehmen wir mit. Dann haben wir noch genau 10.000 im Lager. Genau.
So, und den Rest schaffen wir natürlich ins Lebensmittellager. So, und da hätten wir die zwei Äpfel. Den Barsch. Den Bärenwein. Die Fleischsorten nehmen wir mit, die essen wir. Den Hecht. Kohl. Käse. So, jetzt laufen wir rüber nach Denica. Werden dort drüben Leinsamen verkaufen und dann reisen wir mit der Kutsche nach Gostovia, werden dort noch was verkaufen, da haben wir das Geld für die Steuern zusammen. Wir haben ein Stecken halt 27 und brauchen 33. Das kriegen wir locker zusammen. Die 70.000, die Million haben wir ja in der Kiste liegen, die muss ich dann irgendwann mal einstecken, damit die Errungenschaft oder ja der Erfolg Millionär freigeschaltet ist. Gut, jetzt gehen wir erstmal hier verkaufen. Und dann müssen wir auf die Jagd gehen, wir müssen weiter jagen, dass wir so ein Ding haben. Let me show you my wares. That's good. Take care. Ah, you have returned only goods of the highest quality. And it was nice seeing you. How can I help you? Ja, zeig mal deine Ware. Only the best products here. Die habe ich dabei, die besten Products. See you soon. So, Kutscher, jetzt geht's auf. Nach Gostovia. Fuhrmann, ich brauche eine mitbringen. Was winkst du hier ab? So, hallo Rosalinda, greetings. Zeig mir deine Waren. Let me show you my wares. Handy hat geklingelt. Gut. So, mach's gut. It was nice seeing you. Wir haben schon genug Geld für die Steuern zusammen. So, jetzt gehen wir noch zum Edgar. Verkaufen wir auch noch was zum Äpfchen. How do you do? Zeig mir deine Ware. Du hast goods of the highest quality. Leinsamen brauchst du, habe ich gehört. Mach's gut. It was nice seeing you. So, hier ist der Stürmier. Ja, bitte, das sollte reichen. So, was haben wir noch? Hier müssen wir gucken. 2700 haben wir noch, alles klar. Für uns reicht's noch. Wir können noch mal ins Wirtshaus gehen.
So, und jetzt noch hier hin. Greetings. Ja, zeig mir only goods of the highest quality. Farewell. Und mein Freund Sobimir, der braucht auch noch was. Hallo Sobimir. Naja, zeig mir deine Frau. Goods of the highest quality. Mach's gut. So, jetzt werden wir so eine Fleischtart essen, werden nochmal was trinken und gehen wieder auf die Jagd. In der Hoffnung, dass wir jetzt... Also in dieser Jahreszeit haben wir bisher... Wie viel haben wir denn tot gemacht? Fünfe? Oder vier? Fünf. So, jetzt erstmal Fleischtart. Ja, zu 100% satt. Der Trinkschlauch ist noch voll, da trinken wir hier einen Schluck Wasser. Alles klar. So. Frisch gestärkt. Legen wir uns nochmal einen Wegpunkt zur Wiesentherde. Hier. Gut. Umgekippt, gut. Erst, das müsste jetzt der 5. oder 6. sein. Ich hoffe, dass wir jetzt mal irgendwann so eine Trophäe kriegen. Da oben ist noch eins. Nein, Lederfleisch. Wieder nichts. Wo ist das nächste Wiesent? Dort oben, ha? Ist dort eins? Da ist das nächste. Die schlagen immer solche Haken, das gibt ja gar nicht. Die sind ja schlimmer wie Hasen. Ich habe noch nie ein Wiesent so eine Haken schlagen sehen. So ein Quatsch. Ehrlich. Blödes Viech, blödes. Ein Wiesenschädel. Endlich haben wir dieses Scheiß. Entschuldigung. Dieses gute Stück. Jetzt zurück.
Jetzt schnappen wir uns einen Kutscher und fahren hoch nach Jesernica. Auch wenn wir jetzt dafür noch was bezahlen müssen. Egal. Das ist jetzt 7. gewesen. In der letzten Jahreszeit haben wir 5. Gut, egal. Wir haben jetzt dieses Ding. Jetzt können wir endlich die gute, feine, sehr schmackhafte Fische holen. Oh ja, Entschuldigung. Oh, das hat jetzt gekrabbelt in der Nase. Hier haben wir eine Bronzeaxt. Die Bretter nehmen wir natürlich auch mit. Liegt ja noch was rum. Die Steine brauchen wir nicht. Die brauche ich nicht mitnehmen. So, gut, jetzt laufen wir. Steht denn überhaupt die Schießscheibe noch nach 25 Jahren? Wir sind im 25. Jahr unserer Dynastie. Nein, jetzt ist sie mal... Oh nee, die steht noch. Das gibt's ja gar nicht. Die muss doch schon zerfallen sein, eigentlich. Eigentlich müsste sie schon verrottet sein. Nach 25 Jahren. Oder kann sagen, nach 24, 23... Nee, nach 24 Jahren. Das war gleich im 2. Jahr, wo wir dieses Schießen hatten mit dem Alvin. Gut. Jetzt geht's auf nach Jesernica. Nur mal, ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Jesernica, 450 will er hoch vor. Naja gut, nützt ja nicht. So, dann sehen wir mal den Quatsch jetzt in Dreieck gegen hier. Sitzt er noch hinten? Naja, er sitzt noch hinten und schnitzt rum. Eine legendäre Fischstippe. Gut. Es ist der Roland, der neue Dorfbewohner. Es brauchen wir ein Haus für den. Na klasse, müssen wir denen ein Haus bauen. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass da wirklich kommen. Ins Dorf, ne? Da müssen wir ein Haus bauen. Jetzt nix. So. Mit paar Gelegenheit nach Denica. Machen wir uns auf den Weg. So, jetzt müssen wir sehen, wo wir eine Hütte vor denen hinwollen. Das dauert ja ein Stückchen, ehe da ist. So, wir laufen hier hoch. Am besten runter in der Nähe vom Wasser.
Ich bin eine kleine Hütte, da kriegt kein großes Haus. Eine einfache Hütte kriegt der Haus. Nee, man kann ja noch kein russisches Haus bauen, man muss ja nur mal das hier bauen. Nur gut, dass ich noch was bauen kann. Ich glaube, noch drei Häuser kann ich bauen. So. Alles klar. Dann werden wir das Haus hier herbauen. Ja? Wenn wir das hier herbauen oder hierher? Hier herbauen. So. So, müssen wir hier den Baum wegmachen? Ne, den machen wir nicht weg. Habe ich denn in eine Axt noch einstecken? Eine Bronze-Axt habe ich, alles klar. Die legen wir uns mal auf die 2. So, alles klar. Müssen wir hier den Baum fällen. Und die Birke, den lassen wir stehen. Den machen. Reicht schon, dass wir das hier wegmachen müssen. Müssen wir noch eine Schaufel holen, damit ich auch den Ding ausbuddeln. Den machen wir auch noch weg. Ja. Und jetzt kommt er wieder hier nicht weg. Bist du wieder zu dumm, über die Stämme zu steigen, oder wie? Die Birke machen wir auch weg. Fallen wir ja nicht über in Nürnberg ins Wasser. Gut. So, jetzt gucken wir erstmal zu unserer Bathilda. Die ist ja drin. Jetzt kriegt die erstmal. Hallo Bathilda. Ich habe deine Suppe. Ich bin am Boden, gib sie mir. Ich hatte schon bessere. Du brichst mir das Herz. Ich hatte schon besser. Also, so viel Action, so viel Rumgejage, bloß wegen dieser Scheißfischsuppe. Und dann sagt er, ich hatte schon besser. Was willst du denn jetzt dazu sagen? Gar nichts. Ich bin sprachlos. So, jetzt holen wir uns eine Schaufel. Eine Schaufel. Wo ist er? Eine Eisenschaufel. Eisenschaufel. Ja. Die nehmen wir. Die haben wir schon gehabt. So, was brauchen wir denn noch? Ein Hammer. Ein Eisenhammer. Dann haben wir auch den. Den hatten wir auch schon. So, alles klar. Da buddeln wir da drüben, dass wir sehen, hoffentlich passt dann unser Ausdruck dorthin. Das wisst ihr. Den Baum will ich nicht fällen. Was ist denn hier? Ja, mit dem Ding. Stöckchen, dass man den ganzen Quatsch hier aufnehmen, was hier rumliegt. Dass man Bauplatz soll. Ich hoffe, dass das Haus hierher passt. So, gut, jetzt müssen wir die Stippen noch ausbuddeln. Die Schaufel. Die legen wir. Wo ist er? 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 Hier. Hier legen wir uns auf die 3. Und da legen wir uns gleich den Bauhammer, den Eisenhammer legen wir uns auf die 4. Alles klar. 3.
ausbuddeln. Los. Hat aber schnell ausgebuddelt, das Ding. Und guck mal, jetzt geht doch. Nicht umgraben. Du sollst doch hier kein Feld anlegen, Rasi. Das können wir nicht wegmachen. Den Busch, den lassen wir einstellen. Gut. Alles klar. Geh bestimmt zurück. Halt hier rüber. Ausball. Haus. Einfaches Haus. Das passt, dass man nicht mal mehr hierher oder was? Doch, das passt schon. Aber wie? Komisch. Das kann man doch nicht so hierher ballen. Sind die größer geworden, die Häuser? Oder was? Hier hat es hingepasst. Hier bauen wir es hin, oder? Gucken wir uns mal an. Na, was ist, Alina? Hallo, Sir. Hallo, Sir. Ja, was ist denn? 13 ist alles klar. Trotzdem ein bisschen. Ich glaube, das ist so hierher. Scheißegal. Scheißegal, sag ich jetzt. Das kommt jetzt so hierher. Gut, jetzt nehmen wir unseren Bauhammer. Den haben wir auf der 4. Und was brauchen wir jetzt? Für das Fundament. Steine brauchen wir. So, gut. Da schmeißen wir erstmal die Stämme hierher, die ich noch einstecken habe. Die brauchen wir noch. Die. Holzstämme. 12 Stück. Nick AF. Ja, alles klar. Jetzt holen wir uns Steine. 12 Steine. Mal sehen, wie das dann steht. Das geht eigentlich. Mal laufen wir hier ringsrum durch. Das geht so. Das muss so gehen. Jawohl. Geht so. Können ja nur das, nicht das Haus von denen hier irgendwo JBD hinbauen. Außerhalb vom Dorf. Nee, das kann man nicht. Das Ding ist doch schon wieder umgefallen. Ich war's nicht, Leute. Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu lade, liegt der Korb hier auf der Seite. So ein Quatsch. Ich hab den erst aufgeräumt. So, jetzt brauchen wir erstmal Steine. Dann nehmen wir mal. Was habe ich denn noch alles drin? Bretter, raus damit. Ach, alles klar. Die Bude ist schon wieder voll hier. Ach je, Gott. Deswegen. Da kann ich auch nichts rausschmeißen. So, gehen wir mal hier hinter. Komme ich noch an die Kiste? Ja. Komme ich noch dran? Jawohl. Jetzt holen wir uns nämlich mal wieder Brennholz, F. Egal wie viel bestätigen, jetzt haben wir Frühling, das brauchen die nicht zu füllen. 1200, das reicht. I. Neifall. So, wie viel haben wir jetzt rausgenommen? Jetzt sind wir bei 16.000 wieder, alles klar. So, was kann man noch rausschmeißen. Nochmal, was wir hier noch drin haben. Dung und Dünger haben wir auch schon wieder. 254 Dünger geht, aber der Dung, der Dung. Jetzt haben wir 612 Eisenbahnen, alles klar. F. Bestätigen. Die schmeißen wir trotzdem hin, wie die anderen sind. Wir haben viel zu viel Zeug. Na, freilich, muss noch daneben fallen. Na ja, vollkommen klar.
einfach ran hier an das Ding, Eisenbahn. Und jetzt kannst du ihn einschmeißen. Treffer, gut. 16.000 haben wir immer noch, dann eben knapp über 16.000. Was haben wir denn noch, was wir rausklatschen können? Eisenerz haben wir plus 1. Eisenhämmer, Eisenmesser, das wiegt nicht so viel. Halt, wir können ja mal nach Gewicht sortieren. Bierflaschen. Das andere ist alles gar nicht mehr so viel. Ne, gut, die größten Brocken haben wir raus. Gut, wir sortieren wieder nach Namen. Ja, so, Holz da, gut. So, dann nehmen wir uns jetzt noch mit. Jetzt brauchen wir, auf alle, was haben wir gesagt? 12 Steine brauchen. Wieso hat denn das so komisch? Ich habe doch hier über 800 Kilo Stein drin. Verstehe ich nicht. Kassel, das Gesamte nach Gewicht sortieren. Ah, jetzt. 1000 Kilo Kupfererz. Aus damit. Kupfererz. F. Bestätigen. Schmeißen wir erstmal hier her. Nützt nix. So, da haben wir jetzt aber erst wieder mal Luft nach oben. Ich muss mir was einfallen lassen. Gut, das schmeißen wir jetzt hier. Jetzt nehmen wir Steine. Wir brauchen jetzt Steine. Stein, R-S-T. Steine. Ja, 12 Stück brauche ich gerade mal. Egal, nehmen wir mit. 12 Steine. Bestätigen. So, meine Freunde. Ich baue jetzt noch das Haus. Wie Häuser gebaut werden, wisst ihr ja. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Alles klar. Steuern haben wir gezahlt. Die Fischsuppe hatte Bathilde auch gegessen, wo sie nicht davon begeistert war. Gut, und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt das Haus für den Roland noch fertig. Alles klar. Ich sage dann schon mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.